Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einer neuen Ausgabe von OK54 Nachgefragt. Am 10. Mai findet an der Universität Trier ein landesweiter E-Learning-Tag des Landes Rheinland-Pfalz statt. Nicht nur die Uni Trier, sondern auch alle anderen Hochschulen des Landes und sogar einige der Großregionen werden an diesem Projekt teilnehmen. Doch was verbirgt sich hinter dieser Veranstaltung, was verbirgt sich hinter diesem Begriff E-Learning überhaupt? Ich bin froh, dass ich zur Klärung dieser Begrifflichkeit einen kompetenten Gast bei mir im Studio begrüßen darf. Und es ist niemand anderes als der Präsident der Universität Trier, Professor Dr. Michael Jeckel. Hallo und herzlich willkommen, Herr Jeckel. Hallo. Herr Jeckel, im Wappen der Universität Trier heißt es, in Trier führt Gott die Gabe der Weisheit zur Vollendung. Jetzt also auch per E-Learning, aber was verbirgt sich hinter dem Begriff? Gut, als man diesen Satz für das Siegel der Universität im Jahr 1473, 1474 geschaffen hat, hat man noch nicht mit dem Begriff E-Learning operiert. Wenngleich man zu der damaligen Zeit sagen konnte, dass das allmählich aufkommende Buch in der damaligen Zeit sicherlich auch so etwas wie eine Vorstufe von einer neuen Form des Lernens dargestellt hat. Aber wenn wir heute von E-Learning sprechen, dann denken wir vor allen Dingen an den Einsatz neuer Medien in der Lehre. Und selbst dieser Begriff neue Medien hat ja in den letzten 20, 30 Jahren schon einige Generationen durchlebt. Also was vor 10 Jahren noch als neu galt, gilt heute nicht unbedingt als antiquiert, aber es existiert zum Teil gar nicht mehr. Ich gebe Ihnen ein schönes Beispiel. In den Vereinigten Staaten gab es mal einen Politikwissenschaftsprofessor, der, als er von den Ideen des E-Learning hörte, also dass man Vorlesungen auch über Distanz an andere Personen auf elektronischem Wege vermitteln kann, da kam er auf die Idee, ich entwickle jetzt eine Automatic Professor Machine in Anlehnung an die berühmten ATM, also an die Automatic Teller Machine, wo sie in den Vereinigten Staaten dann in der Regel relativ leicht an ihr Geld kommen. Und die Idee war, dass man dann eben in den Schlitz dieses Automaten seine Kreditkarte verbunden mit einer damals, als er das kreiert hatte, Diskette einlegt, den Namen eines Professors eingibt, seine Vorlesung herunterlädt und sich das dann zu Hause anschaut. Heute gibt es kaum noch Disketten, vielleicht in dem einen oder anderen Fall. Heute sprechen wir über ganz andere Technologien, zum Beispiel über Smartphones, die eben dazu geführt haben, dass zu den Ideen, die man damals diskutiert hat, also Übertragungen über eine bestimmte Distanz, was ja immer noch bedeutet, dass man an einem bestimmten Ort sein musste, beispielsweise zu Hause, jetzt ja theoretisch auch schon die Möglichkeit hat, dass man eine Vorlesung auf diesem kleinen Bildschirm hier nachverfolgen kann. Nicht notwendigerweise live, das macht unter Umständen auch Sinn, aber zum Beispiel in Form einer Nachbereitung. Wenn also beispielsweise, so wie unser Interview jetzt hier aufgezeichnet wird und auch für spätere Anlässe vielleicht irgendwo archiviert ist, so kann man heute auch eine Vorlesung aufzeichnen und sie, wenn man an dem betreffenden Tag eben nicht anwesend sein konnte, zur beliebigen Zeit nachhören, nachsehen oder was auch immer. Okay, also wenn ich mir darunter den Einsatz aller digitalen und elektronischen Hilfsmittel zur Vermittlung des Unterrichts an der Universität zum Beispiel vorstellen kann, dann muss ich mich fragen, viele Professoren stellt schon der Einsatz von PowerPoint, ich will jetzt nicht hämisch klingen, aber allein der Umgang mit neueren Softwareversionen vor diverse Probleme, wie soll das an der Universität integriert werden? Also wie in vielen anderen Bereichen gilt natürlich auch hier, dass es viele Pioniere gibt, und viele, die zunächst etwas verhalten, einige auch nach wie vor sehr skeptisch auf diese Entwicklung schauen. Das hat auch durchaus seine Berechtigung. Nicht alles, was in diesem Bereich entwickelt wurde, muss man unbedingt nachahmen oder kopieren. Man kann auch durchaus auf bestimmte Dinge verzichten. Es gab zum Beispiel vor einigen Jahren die Idee, Hörsäle mit einer Art elektronischem Abstimmungssystem auszustatten, sodass quasi jeder, der an seinem Platz sitzt, auch die Möglichkeit hat, auf eine spontane Frage des Dozenten Ja oder Nein oder was auch immer von sich zu geben. Erstens können Sie sich vorstellen, wie anfällig solche Technologien sind. Wenn man mal nicht drücken darf, fängt man an, daran zu spielen oder was auch immer. Das ist sicherlich sehr reparaturanfällig, aber man muss sich auch fragen, wofür soll so etwas im Rahmen der akademischen Lehre eigentlich gut sein? Und relativ schnell wurde ein solches System ja auch durch
wiederum neue Dinge überholt. Beispielsweise durch das Phänomen Twitter, dass man also über das Gerät, das wir gerade schon angesprochen haben, die Möglichkeit hat, eine Kurznachricht zum Beispiel an den Dozenten, der gerade vorne steht, zu richten. Wenn der also dann auf seinem Bildschirm nicht nur seine PowerPoint-Präsentation sieht, sondern in der rechten oder linken Spalte auch die Frage der Studentin A oder des Studenten B, dann hat er die Möglichkeit, während der Vorlesung auf diese Frage, wenn es denn gerade passt, einzugehen. Im Vergleich zu anderen Formen, wenn jemand die Hand hebt, müssen Sie sich als Dozent überlegen, ja, spreche ich den jetzt an oder spreche ich den nicht an? Stört er mit seiner Frage, die Sie noch gar nicht kennen, vielleicht den gesamten Ablauf der Vorlesung? So können Sie selbst als Dozent entscheiden, wann gehe ich auf die Frage, wann gehe ich auf die Frage und wann gehe ich gegebenenfalls auf diese Frage ein. Und das wird von einem Kollegen, von meinem Kollegen Hans-Jürgen Bucher, ja auch seit einiger Zeit schon praktiziert. Er hat darüber auch an verschiedenen Stellen schon berichtet, ist dazu interviewt worden und er wird im Rahmen des E-Learning-Tags, über den wir ja heute sprechen, auch einen Vortrag über den Einsatz sogenannter Web 2.0-Technologien, also ein Begriff, der für eine neue Generation von Technologien und Anwendungsmöglichkeiten im World Wide Web bzw. im Internet steht, auch einen Vortrag halten. Ja, Sie sprachen es gerade schon an, der E-Learning-Tag und neue Technologien. Am 10. Mai ist es soweit, dann kommt diese zentrale Veranstaltung hier nach Trier. Ja. Was ist die Intention hinter diesem zentralen Event an der Uni Trier? Fangen wir nochmal mit Ihrer eben angedeuteten Skepsis an. Also wer ist denn überhaupt in der Lage, diese Technologien in angemessener Form einzusetzen? Also uns geht es natürlich auch darum zu zeigen, was geht heute mit diesen Möglichkeiten, welche Voraussetzungen müssen auf technischer Seite gegeben sein und welche Voraussetzungen muss man selbst mitbringen. Also das, was man heute gerne auch E- oder I-Kompetenz nennt, so wie man Medienkompetenz allenthalben bereits im schulischen, vorschulischen Bereich und auch danach einfordert. Es gibt ja auch in Rheinland-Pfalz gerade einige erfolgreiche Medienkompetenznetzwerke, in denen der OK54, ja, also der Trierer offene Kanal durchaus auch eine bedeutende Rolle spielt. Also es geht darum zu zeigen, was geht auf technischer Seite und was muss ich an Skills, um einen neudeutschen Begriff zu verwenden, also an Fähigkeiten, mitbringen. Also es hat zunächst einmal die Funktion der Information. Was geht heute im Bereich E-Learning im Vergleich zu dem, was wir vor 10 Jahren etwa diskutiert haben? Vor 10 Jahren ungefähr, oder im Jahr 2000, das war ungefähr das Jahr, in dem die Universität Trier systematisch angefangen hat, sich mit E-Learning zu beschäftigen. Damals gab es seitens des Bundesministeriums für Wirtschaft und Technologie ein großes Förderprogramm, an dem wir uns beteiligt haben. Es gab 7 Einzelprojekte, die noch sehr stark in einzelnen Fächern verortet waren, zum Beispiel in der Geografie, in den Geowissenschaften, in der Politikwissenschaft, in der Betriebswirtschaftslehre und so weiter. Und als diese Projekte zu Ende waren, hat man gesehen, ein Riesenaufwand, alles sehr interessant, aber wie kann man das verstetigen? Wie kann davon eine, wie man gerne auch sagt, kritische Masse von Studierenden, aber auch eine kritische Masse von Lehrenden profitieren? Und in dieser Richtung hat sich in den letzten Jahren im Bereich E-Learning sehr viel getan, vor allen Dingen natürlich im Bereich E-Administration, also wie kann man bestimmte Lehrveranstaltungen durch die Hinzunahme von elektronischen Elementen noch besser organisieren, den Kontakt zum Beispiel auch zu den Studierenden verbessern. Das fing damals an mit so Dingen, die heute sehr einfach wirken. Man stellt eine Vorlesung ins Netz, man stellt die PowerPoint-Präsentation ins Netz, man macht sowas wie eine elektronische Sprechstunde. Also man muss nicht unbedingt, wenn Sie jetzt keine Zeit haben, an die Uni zu kommen, können Sie mir dann von zu Hause, entweder in einem Blog oder in einem Wiki oder was auch immer, können Sie mir Ihre Fragen stellen und ich stehe in der Zeit von 2 bis 4 eben zur Verfügung und Sie müssen sich nicht ins Auto setzen, nicht in den Bus setzen, nicht mit dem Fahrrad fahren, was gesund wäre. Aber wenn es eben gerade nicht passt, dann haben Sie so die Möglichkeit, Kontakt zum Dozenten aufzunehmen. Sie haben dann auch, das kam dann nach und nach hinzu, die Möglichkeit, sich mit Ihren Kommilitoninnen und Kommilitonen, die Sie eigentlich nur 90 Minuten in der Woche in einem der Seminare, die Sie besuchen, sehen, auch darüber auszutauschen, ob denn das, was der Kommilitone X da gestern vorgetragen hat, wirklich der Weisheit letzter Schluss war oder ob das, was der Dozent als Kommentar dazu gegeben hat, denn wirklich zu einer Erhellung des Ganzen beigetragen hat, was auch immer. Natürlich gibt es da auch immer viel Häme und Kritik, die nicht unbedingt angemessen ist, aber Sie haben zumindest die Möglichkeit, die Face-to-Face-Interaktion, wie wir jetzt hier praktizieren, anschließend oder parallel oder wenn Sie wollen auch ausschließlich, eben auf solchen Plattformen zu realisieren.
Das klingt tatsächlich noch ein wenig nach Zukunftsmusik, aber Sie haben recht, einige Schritte hat ja die Universität schon umgesetzt. Wenn man sich das Programm dieses E-Learning-Tags anschaut, dann hat man so das Gefühl, eigentlich reichen die paar Stunden, die Sie da auserkoren haben, nicht dazu, um alles zu klären. Ja. Wenn Sie einen Programmpunkt besonders herausheben wollten, welcher wäre das? Das tut man natürlich ungern, wenn es nur vier Schwerpunkte sind an diesem Tag. Was die Studierenden sicherlich interessieren wird, ist der Bereich des E-Assessment. Schon wieder ein englisches Wort. Was steckt dahinter? Es ist der Versuch, Prüfungen in elektronischer Form zu realisieren. Das heißt nicht, dass Sie jetzt zu Hause sitzen können. Also das wäre nun in der Tat, das hat es auch schon gegeben, aber Sie können sich vorstellen, warum das nicht funktioniert hat. Aber wenn Sie entsprechende Räumlichkeiten, in denen sich eine Vielzahl von Bildschirmen mit Tastatur befinden, wenn Sie die haben, und das haben wir mittlerweile an der Universität, dann können Sie theoretisch bestimmte Prüfungsformen, in denen ein hohes Maß an Standardisierung der Fragen möglich ist, zum Teil vielleicht in der Statistik, zum Teil auch in Methodenveranstaltungen und Ähnlichem, darüber gibt es auch eine heiße Debatte, das weiß ich, aber man kann darüber den Prüfungsaufwand, die Prüfungsvorbereitung, aber auch die Korrektur deutlich reduzieren. Natürlich gibt es da auch Grenzen, wenn Sie an bestimmte Fächer wie Germanistik oder Ähnliches denken. Da können Sie solche Prüfungsformen nur in sehr, sehr begrenzter Form realisieren. Nach meinem Dafürhalten mag sein, dass sich das irgendwann ändert. Aber das ist sicherlich ein interessanter Punkt. Und der zweite Punkt, der sicherlich auch sehr interessant sein wird, ist der Bereich der mobilen Hochschule. Also was geht alles ortsungebunden? Ja, also welche Möglichkeiten der Vermittlung von Lerninhalten, welche Möglichkeiten des Zugriffs auf bestimmte Inhalte kann man darüber realisieren? Da geschieht ja gegenwärtig schon einiges, aber das dürfte vor allen Dingen auch die Studierenden sehr interessieren. Vernetzung ist ja mittlerweile ein Wort, das in aller Munde ist. Das spielt natürlich auch eine große Rolle. Schließlich haben wir als vierten Punkt noch den Bereich der E-Kompetenzen, aber dazu habe ich eben ja schon einiges gesagt. Bevor uns jetzt hier die 15.000 Trierer Studenten allein von der Universität aufs Dach steigen und sagen, oh Gott, jetzt gibt es nur noch MC-Aufgaben in Klausuren. Sie werden ja mit Sicherheit noch eine andere Zielgruppe mit diesem Tag erreichen wollen. Wie eben schon gesagt, es geht natürlich auch darum, die Gruppe der Lehrenden, vor allen Dingen auch der jüngeren Dozenten, da ist die Überzeugungsarbeit wahrscheinlich nicht so ausführlich erforderlich. Aber man will einfach für bestimmte Bereiche des E-Learning auch Neugierde wecken, denn die Technikschwelle, also das Ganze umzusetzen, ist heute gar nicht mehr so hoch. Und die Möglichkeit, unterstützende Hilfe in diesem Bereich zu bekommen, ist ja an unserer Universität über die Koordinationsstelle E-Learning seit einigen Jahren auch vorhanden. Und der Bedarf nach solchen punktuellen Maßnahmen, man muss es ja nicht sozusagen flächendeckend und über eine ganze Veranstaltung hinweg realisieren, steigt in jedem Falle. Das sehen wir auch beispielsweise an der Nachfrage zu dem Zertifikat, das wir im Bereich E-Learning aufgelegt haben, das sich natürlich an Studierende richtet, zum Teil aber durchaus auch an Dozenten, wo man eben entsprechende Basiskenntnisse erwerben kann, die man dann in seiner eigenen Veranstaltung umsetzt. Also es geht auch ein bisschen darum, die Scheu von bestimmten Dingen zu nehmen, aber auch die Basis derjenigen, die damit arbeiten, zu erweitern. Wir haben eingangs gesagt, das ist ja hier in Trier nur die zentrale Veranstaltung. Mhm. Wie werden denn die anderen Hochschulen, die auch noch an diesem Tag integriert werden, ja, wie werden die integriert? Gut, es würde sich natürlich anbieten, um die Vorteile von E-Learning zu realisieren, die anderen Hochschulen gar nicht zu bitten, nach Trier zu kommen, dass man das Ganze eben wirklich in einem vernetzten Sinne realisiert, aber es kommt, wie im E-Learning eben auch, darauf an, dass man sich auch regelmäßig trifft. Es geht ja bei E-Learning nicht darum, dass wir bestimmte Dinge beiseite schieben wollen. Wir wollen ja nicht die Vorlesung klassischen Zuschnitts abschaffen. Die brauchen Sie nach wie vor, denn Sie müssen ja irgendetwas haben, das Sie aufzeichnen können. Also die Vorlesung muss nach wie vor gut sein. Das nimmt Ihnen E-Learning in keinem Falle ab. Hinzu kommt, dass natürlich der Bedarf, sich untereinander auszutauschen über Erfahrungen in bestimmten Projektbereichen, sich am besten doch immer noch von Angesicht zu Angesicht realisieren lässt, sodass die Philosophie im E-Learning nicht nur heißt, ein sowohl als auch im Bereich der Lehre zu realisieren, sondern auch ein sowohl als auch im Bereich des Austauschs über die Erfahrungen, die man damit gemacht hat. Und dafür dient dieser kleine Kongress am 10. Mai definitiv auch.
bei all den Kritikern und bei all den Freunden, die am 10. Mai dann mit Sicherheit auch hier nach Trier kommen werden. Entwickelt sich dieser Trend in Zukunft zum Megatrend? Wenn ich die Definition der Trendforscher heranziehe, dann müsste man bei E-Learning sagen, es ist schon längst mehr als ein Megatrend, weil der Begriff dort, soweit ich informiert bin, für einen Zeitraum, den man mindestens 10 Jahre vorhält, dient. Und E-Learning ist nun schon ein Thema, das ein bisschen länger diskutiert wird. Ich würde nicht von einem Megatrend sprechen, sondern ich würde davon sprechen, dass es sich etabliert hat als ein Feld, in dem man neue Formen der Lehre auch im Sinne einer Ergänzung zu den etablierten Formen der Lehre nicht nur ausprobiert, sondern versucht, in einer angemessenen Form in die Curricula, in das Lehrprogramm insgesamt zu integrieren. Und nochmal, es geht nicht darum, dass man hier bestimmte Dinge sozusagen auch aus rein ökonomischer Perspektive betrachtet, dass man sagt, okay, wenn wir doch die Vorlesung jetzt elektronisch haben, die BWL-Vorlesung des Jahres 2009, können wir die nicht im Jahr 2012 nochmal, ich sage jetzt mal etwas despektierlich, einfach nochmal ablaufen lassen. Sie werden keinen Kollegen finden, der dem zustimmen wird, der sagen würde, ich übernehme diese Vorlesung. Es geht bei Vorlesungen immer auch darum, dass man seine eigene Kreativität einbringt. Also nochmal, es geht nicht darum, E-Learning produziert in diesem Sinne keine Inhalte. Die Inhalte produzieren immer noch Sie und ich und die Kolleginnen und Kollegen, die Studierenden. Und es geht darum, dass man noch andere Formen des Zugriffs auf diese Inhalte realisiert. Das ist nach meiner Auffassung heute der Kern dessen, was E-Learning ausmacht. Klassischerweise hat man natürlich daran gedacht, wie kann man Distanzlernen realisieren. Nehmen wir ein Beispiel, Winter, jemand wohnt noch in der Eifel, müsste an die Universität Trier, hat nicht die Möglichkeit, weil die Straßen verschneit, vereist sind. Und er weiß, gut, die Vorlesung, die ich jetzt verpasst habe, steht 2 Stunden später entsprechend aufbereitet im Netz der Universität Trier. Ich kann also zu Hause bleiben, kann mir das dort anschauen. Und wenn es das nächste Mal wieder mit dem Auto funktioniert oder mit der Bahn oder was auch immer, dann ist er halt wieder in Trier und ist wieder anwesend. Diese Flexibilität ist nach meiner Auffassung wichtig. Das wäre jetzt ein Positivbeispiel. Sie haben zwar gerade angesprochen, eigentlich geht es noch nicht um ökonomische Faktoren, aber die Raumproblematik ist ja in Trier berüchtigt und ich sag mal so ein offenes Geheimnis. Ist auch da E-Learning in der Lage, dem Problem ein bisschen Abhilfe zu schaffen? Definitiv. Also ich spreche jetzt auch aus eigener Erfahrung. Ich hatte vor Jahren mal eine Veranstaltung, die von diesem Raumproblem betroffen war und wir haben dann eben nicht nur eine Übertragung in einen anderen Hörsaal realisiert, sondern wir haben zusätzlich die Veranstaltung aufgezeichnet, sodass sich das nach einer gewissen Zeit entspannt hat, die Situation. So etwas kann man also immer machen, das ist auch relativ leicht realisierbar. Und von daher kann man darüber diese punktuellen Probleme der Raumproblematik, die ja vor allen Dingen Großveranstaltungen betrifft, relativ gut lösen. Viel größer ist das Problem, wenn Sie die Klausuren schreiben. Da hilft Ihnen E-Learning unter Umständen auch, wenn die Möglichkeiten, die Fragen so zu gestalten, auch wirklich gegeben sind. Wir werden keine reine Multiple-Choice-Universität werden. Auch da wird es nach wie vor eine gesunde Mischung von klassischen Testformen und eben neuen, standardisierteren Testformen geben. Aber klar, die Raumproblematik war immer auch ein Grund, um über E-Learning nachzudenken. Aber wir haben ja in den letzten Jahren noch einige neue Räumlichkeiten hinzubekommen und ich gehe davon aus, dass wir auf mittlere Sicht auch weiterhin hier und da etwas Neues erweitern oder neu bauen werden. Auch in diesem Jahr wird wieder gebaut, hat zwar noch nicht begonnen worden, aber es wird im Sommer am D-Gebäude sich einiges tun. So entwickeln wir uns in klassischer räumlicher Hinsicht weiter, aber auch in der virtuellen, wenn Sie so wollen. Okay. Sie sind ja von Fach aus Soziologe. Da wird Ihnen mit Sicherheit auch der Fall von IBM, dieser Testversuch, die Arbeit auszulagern nach Hause, ein Begriff sein. Deswegen auch mal die Schattenseiten. Das heißt, wo stößt E-Learning dann doch an seine Grenzen? Ich habe vor 4 Wochen ein Interview mit einer Redakteurin der Welt am Sonntag über Trends im E-Learning gehabt. Und sie hat sich irgendwann dann auf die Frage fokussiert, brauchen wir eigentlich noch den klassischen Campus? Ja, es gibt zum Beispiel eine interessante These von Peter Drucker, einem amerikanischen Management-Theoretiker des Jahres 1997. Ich kann die Ihnen gerne auch vorlesen, ich habe sie dabei. Sie ist zwar in Englisch übersetzt sofort, aber im Englischen klingt sie auch wirklich beeindruckend. 1997 formuliert, 30 years from now, the big university campuses will be relics.
universities won't survive. It's as large a change as when we first got the printed book. Also darauf hat die sich dann konzentriert und gesagt, ja, wenn die das doch alles elektronisch abrufen können, wenn die das auf ihrem Smartphone abrufen können, warum müssen die denn überhaupt an der Universität noch zusammenkommen? Und es gab eine lange Debatte. Ich muss zugeben, am Anfang hat mich die Frage in dieser Deutlichkeit auch etwas überrascht, weil ich immer davon ausgegangen war, das eigentliche Universitätsleben ist doch dadurch gekennzeichnet, dass man da auch zusammensitzt und mal kontrovers diskutiert. Klar kann ich in einem Blog, kann ich auch wild vor mich her diskutieren, in Wiki kann ich das auch machen, aber also vielleicht ein bisschen altmodisch, so dieses, dass man da noch etwas Leibhaftiges sich gegenüber hat, das spielt doch immer noch eine große Rolle. Und bei der Telearbeit, die Sie eben angesprochen haben mit IBM, war das ja genauso. Die reine Teleheimarbeit, also alles, was sozusagen ausschließlich zu Hause abgespielt hat, das wollte in Wirklichkeit ja keiner, von Ausnahmen abgesehen, aber die meisten wollten was? Sie wollten das alternierende Modell sowohl hier als auch da sein. Und das wird die Zukunft auch der Universität des 21. Jahrhunderts, dass sie den Studierenden, natürlich auch den Dozentinnen und Dozenten, diese Möglichkeit eröffnet, flexibel entscheiden zu können, bin ich an einem bestimmten Stundenplan sklavisch gebunden durch Anwesenheitspflichten und so weiter. Das wird sich nach meiner Auffassung in Zukunft deutlich lockern, das kann man heute schon in Teilen erkennen. Und darin, glaube ich, liegt eben dann letztlich auch ein Vorteil von E-Learning und nicht eine Gefahr, die vielleicht diese Institution irgendwann überflüssig macht. Insofern werde ich Peter Drucker gerne widersprechen und sagen, gut, 1997 formuliert, das sind ja jetzt mal gerade noch 14 Jahre, bis das dann eintreten müsste. Und ich wage jetzt mal hier die Prognose, dass auch in 14 Jahren da oben auf der Tafelhäuser Höhe noch blau-weiße Gebäude stehen werden. Das hoffen wir. Generell, die These klingt sehr spannend. Und natürlich genutzt werden. Ich meine, könnte ja jemand auf die Idee kommen, ein Denkmal daraus zu machen. Ja. Also auch das wird nicht der Fall sein. Ja, hoffentlich. Aber werfen wir mal jetzt einen Blick aktuell in die Pipeline. Also was wird die Universität Trier aktuell im Bereich E-Learning umsetzen? Also neben den Dingen, über die wir schon gesprochen haben, Aufzeichnung von Vorlesungen und so weiter, spielt momentan das Stichwort mobile Universität eine relativ große Rolle. Also wie bringt man bestimmte Inhalte in geeigneter Form auf einen ja nun etwas kleineren Bildschirm? Das ist eine Sache, die man als eine Herausforderung definieren kann. Das zweite ist, dass man im Bereich der Videokonferenzen natürlich auch weiterhin versucht, bestimmte Formen des gemeinsamen Arbeitens an Projekten auch dann realisieren zu können, wenn die Projektpartner sich an verschiedenen Orten befinden, zum Beispiel jetzt Berlin und Trier, Bamberg und Trier oder was auch immer. Das ist eigentlich auch ein klassisches Thema, spielt aber auch eine große Rolle. Natürlich ist Facebook ein Thema, wie kann es anders sein, aber nicht so sehr im Hinblick auf die Frage, ob man dort jetzt auch in geeigneter Form bestimmte Lehr- und Lerninhalte vermitteln kann, sondern es ist eher für uns ein Medium, jedenfalls gegenwärtig noch, das eine möglichst schnelle Ansprache und Information von Studierenden ermöglicht. Viele sagen ja schon, wer liest denn noch E-Mails? Ich tue das noch, ich bekomme auch jeden Tag eine ganze Menge davon. Und nun permanent auf verschiedenen Kanälen präsent zu sein, ist nicht unbedingt mein Ding. Es ist nämlich relativ schnell auch ein Zeitfresser, der dann an Ihnen zu nagen beginnt. Aber die jüngere Generation konzentriert sich eben auch jetzt stärker auf andere Kanäle und als Universität muss man auf diese Entwicklungen auch reagieren. Kurzum, es geht eigentlich bei dem E-Learning ständig darum, einem Schnellzug, der vor Ihnen herjagt, weil ständig neue Dinge entwickelt werden, irgendwie hinterherzukommen. Und bei diesem Hinterherzukommen muss man eben immer auch Entscheidungen darüber treffen, ist das jetzt wirklich sinnvoll, wichtig für uns? Oder können wir uns mal so verhalten, wie man in der Innovationsforschung ja auch gerne sagt, so diese Leapfrogger, die auch mal sagen, nee, diesen Hype, den machen wir jetzt mal nicht mit und mal schauen, was danach kommt. Dann machen wir mal einen kleinen Sprung. Ja. Wir schreiben den 11. Mai 2012. Welches Resümee mit welchen Ergebnissen werden Sie ziehen? Also so kurz nach einer Veranstaltung muss man ja auch erstmal durchschnaufen, aber ich denke, ich verspreche mir insbesondere im Hinblick auf die Universität der Großregion, die Sie ja in der Anmoderation auch angesprochen haben, einen Impuls derart, dass die Universitäten, die sich hier zusammengeschlossen haben, also auf deutscher Seite Kaiserslautern, Saarbrücken und Trier,
auf französischer Seite Nancy und Metz, auf luxemburgischer Seite Luxemburg und auf belgischer Seite Liège, dass man über den Bereich E-Learning jetzt auch einmal Impulse setzen kann, die die Studierenden in dieses Modell Universität der Großregion, also nicht mehr nur an einem Ort studieren, sondern in diesem Netzwerk von Universitäten, dass sich in der Hinsicht etwas bewegt, dass aber auch die Dozentinnen und Dozenten neue Ideen mitnehmen, die dort präsentiert werden. Wir haben ja auch drei parallele Workshops, in denen verschiedene Vorträge zu sehr aktuellen Entwicklungen gehalten werden. Und ich hoffe eben auch, dass der Austausch derjenigen, die sich tagtäglich mit E-Learning beschäftigen, auch dazu beiträgt, dass man untereinander ja, positive Erfahrungen austauschen kann und sich neue Ideen entwickeln. Denn das ist nun mal gerade in diesem Bereich der Entwicklung kann man eigentlich sich nicht zur Ruhe setzen, sondern muss immer schauen, dass man die Dinge, in welche Richtung sie sich auch immer bewegen mögen, nicht nur im Auge behält, sondern auch darüber entscheidet, das machen wir jetzt und das warten wir erstmal ab. Ich gehe davon aus, dass wir jetzt bei einigen Zuschauern das Interesse geweckt haben. Bei denen, welchen Rat würden Sie ihnen geben? Wo kann man sich anmelden zu diesem Tag? Wo findet man weitere Informationen? Also anmelden kann man sich zu diesem E-Learning-Tag natürlich, indem man beispielsweise den Flyer dieser Veranstaltung auf der entsprechenden Homepage auch herunterlädt. Also man kann sich auch direkt auf der Homepage anmelden. Aber es ist natürlich auch immer die Möglichkeit des spontanen Entscheidens gegeben, dass man jetzt sagt, ja, was mache ich am 10. Mai? Dann gehe ich doch vielleicht mal zum Campus 2, denn da wird diese Veranstaltung stattfinden, also auf dem neueren Teil des Universitätscampus. Die Hauptveranstaltung wird in HS 12, 13 und dann natürlich auch in der Kapelle stattfinden. Es werden dort auch Ausstellungen stattfinden, sodass man nicht notwendigerweise an den Workshops teilnehmen muss. Das kann jeder selbst entscheiden. Jedenfalls hat man genügend Gelegenheit, sich über aktuelle Entwicklungen zu informieren. Und ja, die Adresse ist relativ leicht, www.elearningtag-rlp.de. Und dort findet man alles Weitere, Anfahrtsskizze, falls nötig, das Übliche, was man an Informationen im Vorfeld einer solchen Veranstaltung braucht. Gut, ich hoffe, wir haben den Appetit am ersten landesweiten E-Learning-Tag bei unseren Zuschauern geweckt. Vielen Dank für Ihren Besuch hier im Studio, Herr Professor Dr. Jeckel. Ich danke Ihnen aber auch fürs Einschalten. Falls Sie zu spät eingeschaltet haben, kein Problem, Sie finden die Sendung in voller Länge unter www.ok54.de/mediathek. Ich danke Ihnen fürs Einschalten. Besuchen Sie die Universität Trier am 10. Mai zum E-Learning-Tag. Auf Wiedersehen. Machen Sie es gut.